FC Bayern München gegen den FC Basel hier auf Facebook. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Ich habe bis heute rund 19 verschiedene Facebook-Sites analysiert, ausgewertet, rangiert. Heute geht es um zwei Fußballclubs, einen der großen in Deutschland, der FCB. Bayern München gegen den FCB, eben FC Basel in der Schweiz. Meine 13 Kriterien, die sehen wir hier im Überblick. Hierzu gibt es auch noch ein separates Video, der ist aus diesem Video hier angelinkt. Da können Sie sich das in Ruhe anschauen. Wir gehen gleich auf die beiden Facebook-Fanpages, auf die vom FC Bayern München und auf die vom FC Basel. Bei mir beim FC Bayern München, das erste Kriterium ist Vanity-URL, der ist hier gegeben. FC Bayern, das passt. Dann hier das Profilbild, das ist auch gut gelöst mit dem Logo oben drin. Hier etwas um Emotionen unten drin, das passt. Dann den Titel, der ist auch gegeben. Da könnte noch was vom Fußball drinstehen. Dann wäre es noch ein bisschen was für die SEO-Freunde unter uns. Welcome-Seite, die haben wir ja auch, die ist hier gegeben. Und ein Call to Action, den habe ich hier auf dem Tab drauf. Da muss ich zuerst was anklicken, damit ich noch eine Präsentation anschauen kann. Dann haben wir die Info hier unten. Da muss noch ein URL rein, der fehlt hier, kann man also nicht geben. Dann haben wir die Standard-Tabs von, sehe ich hier nur Foto, fehlt hier also auch, den Punkt kann ich hier also ebenfalls nicht geben. Und dann den Info-Tab, den haben wir hier als Punkt 8, der ist okay gelöst. Hier noch mit ein paar Links unten rein, die rausgehen, passt also perfekt. Gehen wir zum FC Basel. Auch hier habe ich eine Vanity-URL, FC Basel 1893. Profilbild passt, Logo oben drin, emotionales Banner unten drin. Mehr oder weniger zumindest. Dann habe ich hier den Titel, da steht noch offiziell hinten dran. Macht sicher nicht noch einen vertrauenserweckenden Eindruck, passt also auch. Dann habe ich hier einen individuellen Landing-Tab, passt auch, eine Welcome-Seite. Und hier habe ich ein Fan-Gating, also auch hier mit einem Call-to-Action gearbeitet. Ich muss also, wenn ich diese Infos will, muss ich zuerst den Gefällt mir-Button drücken, damit ich dann ein SMS kriege. Werde ich wahrscheinlich meine Nattel-Nummer angeben können. Dann die Standard-Tabs hier, im Gegensatz zum FC Bayern, sind die hier vorhanden. Fotos und Videos und Veranstaltungen, picobello gelöst. Dann den Info-Tab, den schauen wir uns hier auch kurz an. Der ist schlecht gelöst. Da ist zum Beispiel schreibfehlermäßig was drin, da wurden einfach zwei hintereinander kopierte Texte reingehauen, und zwar der Kontakt um die Webseite, das ist schlecht. Hier geht zwar ein Link noch raus, aber da müsste mehr rein. Und dasselbe gilt hier unten, auch hier ist zwar mal ein URL drin, aber so, dass er eben kein URL ist, weil hier Kontakt direkt am CA steht, also auch nicht optimal gelöst. Individuelle Landing-Tabs haben wir gesehen mit Welcome und dem Call to Action. FCB-Angebote passt also auch. Schaue ich mir beim FCB dann die individuellen Landing-Tabs an, dann wurden sie hier noch sehr schön mit den einzelnen Logos ausgerüstet, passt immer sehr gut. Dann den Fotostrip oben drin, würde ich jetzt mal behaupten, der wurde vom FCB, FC Bayern München selber gewählt, das schaut mindestens so aus, ist okay. Und hier Empfehlungen, dann empfehlen sie die Allianz Arena. Und wenn ich auf die Seite draufschaue und schauen will, ob die Interaktionen haben, ob da jemand arbeitet dran, dann sehe ich hier auch, das wurde vor einer Stunde gepostet, das vor 6 Stunden und bei knapp 3 Millionen Fans natürlich auch genug Interaktionen. Schauen wir uns das noch beim FCB an, der empfiehlt hier mehr Seiten, finde ich sehr gut gemacht, hat allerdings auch nur 28.000 Fans. Das ist der Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland. Und wenn ich mir dann anschaue, wie viele Interaktionen die auf ihrer Pinnwand haben, dann ist auch hier was, wird auch hier was gemacht und läuft auch hier einiges hier vor einer Stunde, dann haben wir hier vor 2 Stunden, also sehr aktiv, auch der FCB auf Facebook drauf. Das also vorerst mal, wie es ausschaut auf den beiden Seiten drauf, schauen wir uns nun die Auswertung an. Und das sind die beiden hier zur Auswertung von den 13 Punkten. Die ersten 5 Punkte mit Bravour beide gelöst, dann der Infoteil von beiden schlecht, dann die Standard-Tabs, das hat Bayern München schlecht gemacht, dafür haben die dann im Info-Tab abgeräumt, dann wieder unentschieden bei den individuellen Landing-Tabs haben beide, dann im Fotostrip würde ich beiden den Punkt geben und die letzten 3 auch wieder von beiden gut gelöst. FC Bayern München gegen den FCB 11-10. Da gewinnen also die Deutschen, wie es wahrscheinlich, getraue ich mich jetzt mal zu sagen, im richtigen Leben auch eher der Fall wäre. Würde mich natürlich interessieren, ob ihr das ähnlich seht, ob ihr die Bewertung so in Ordnung findet und ob ihr noch andere Fanpages
bewertet haben wollt, immer hier in den Kommentaren drin. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM Agency am Website marketing.ch geschaut.